Kennt ihr das? Ihr wacht nachts schweißgebadet auf, hattet einen Albtraum. So ging es mir letzte Nacht. Ich wach auf, komplett verschwitzt, das Bett war nass. Meine Freundin nimmt mich in den Arm und sagt, Mensch Jan, was ist passiert? Und ich habe geweint, bitterlich, und habe gesagt, ich habe geträumt, dass ich arm bin. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, Mensch Schatz, wie albern, das ist doch kein Problem, du bist arm, das war gar kein Traum. Und dann hat sie weitergeschlafen. Ich lag die ganze Nacht lang wach und habe mir überlegt, was passiert ist. Und genau das erzähle ich euch jetzt in unserem heutigen Review über den neuen Audi A3. Ich saß da am Konfigurator in meinem Traum, habe probiert, den zu konfigurieren und habe festgestellt, dass ich mir keinen A3 leisten kann. Nicht mal mehr ein A3. Ja, und dann war ich natürlich völlig fertig. Aber jetzt mal Step by Step. Dieser Albtraum hat nämlich eine Vorgeschichte. Und wenn ich von Albtraum spreche und diese lustig gemeinte Einleitung mache, soll das überhaupt nicht dieses Auto schmälern, denn das ist toll. Ich mag Audi, ich mag den A3. Ja, wir waren in Ingolstadt eben, um dem vorzustellen, um unser MQB Evo Kompaktquartett voll zu machen. Und dann haben wir den bekommen als 35 TDI mit 150 PS, 7-Gang DSG Edition One. Relativ voll, aber es war nicht alles drin. Und da habe ich gefragt, so, hey Audi, ihr habt jetzt vergessen, da eine Ausstattungsliste reinzulegen. Da habe ich eine. Was kostet der? Oh, haben sie gesagt, so um die 50.000 Euro. Ich denke, der hat so Richtung 58, 55 gekostet. Und dann stand ich da und habe gedacht, Alter, kann ich mir jetzt nicht mal mehr ein A3 leisten? Und das hat mich richtig beschäftigt. Eine Woche, zwei. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, das gibt's nicht, so arm bin ich nicht. Ich rufe da an und sage, hey Audi, habt ihr was für mich? Irgendwie was in meiner Preisklasse für einen schmalen Geldbeutel, was ich der Autotester, euer Autotester des Vertrauens leisten kann? Und dann haben sie gesagt, ja klar Jan, wir haben hier den A3 als 30 TDI mit 116 PS, mit 6-Gang Handschaltung in Turbo Blau, also Schlumpfblau, hat Gargamel damals übrig gelassen, als er die anderen Schlümpfe inklusive Schlumpfine aufgefressen hat, den stellen wir dir hin. Und dann habe ich den bekommen und da ist eine Preisliste drin und jetzt kostet er 46.700 Euro. Normalerweise erzähle ich das immer am Schluss. Und selbst das ist noch zu viel. Und da war die Psychose dann perfekt, deshalb der Albtraum. Und jetzt wird es aber wieder ein bisschen seriös hier. Ja, hier steht da als 30 TDI mit einer S-Line, mit einer 6-Gang-Handschaltung in Turbo Blau. Und wir von WWW, dem Autotester, die eurem Autotester des Vertrauens, haben überhaupt keinen Albtraum, sondern sind ziemlich happy, dass wir den vorstellen dürfen. Also schauen wir uns außen an, springen rein, beschäftigen uns hier bei der vierten Generation, die auf dem MQB Evo steht, mit dem Infotainment. Wir werden den mal ein bisschen dynamisch fahren, wir werden uns den Sound auch mal anhören, ne? Sehr interessant, ich werde euch den preislich in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen und eben alles machen, was euch Gargamel und mein Psychologen dazu interessieren wird. Ja, ich bin übrigens der Jan von www.autotester.de auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, findet ihr und schaut gern vorbei, wir sind schweinemodern und jetzt geht's auch los mit mir und dem neuen Audi A3. Sprechen wir erstmal ein bisschen über die Historie von diesem Auto. Ihr folgt mir einfach mal, wir laufen hin. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den optisch findet. Jetzt mal bei unserem kleinen Umlauf könnt ihr euch so einen kleinen Eindruck machen und dann später werde ich euch die optischen Details erzählen. Aber erstmal, ja, geht es natürlich ein bisschen mit der Geschichte hier los. Weil ich denke immer, wenn ihr euch so ein Auto kaufen wollt, ist ja immer sehr interessant, seit wann es den denn gibt. Den gibt es seit 1996. Ja, und dann hat er sich 2013 schon stolze 3 Millionen Mal verkauft. 3 Millionen Mal haben die Ingolstädter auch gesagt, ha, gleiche Plattform wie ihr Golf, 3 Millionen Mal verkauft.
kauft, der macht uns richtig reich. Wir lassen uns was einfallen. Der bekommt noch eine Limousinenform, der bekommt einen Dreitürer, der bekommt einen Fünftürer, der bekommt ein Cabrio. Und jetzt mal kurz, liebe Ingolstädter, meine Mutter hat so ein Cabrio, ein Audi A3 Cabrio, den gibt es nicht mehr. Ihr habt meine Mami unglücklich gemacht. Auch den Dreitürer gibt es nicht mehr. Ihr habt also ein paar reiche Fahranfänger unglücklich gemacht. Schade. Wir haben hier den Sportback. Eine Limousinenvariante soll es noch geben. Und dann 2020 jetzt kam die vierte Generation. Was ist passiert? Ich habe euch in der Einleitung erzählt, das Quartett haben wir inzwischen voll gemacht. Und ich habe mir richtig Mühe gegeben, voll zu machen, wie ein Baby eben. Hab bei Skoda angerufen, hab den Octavia bestellt, den neuen. Golf hat uns eingeladen zum neuen Golf 8, ins Studio, nach Porto. Seat hat uns als einen der ersten Medien den neuen Leon hergestellt. Also wenn ihr alle MQB Evo Sprösslinge sehen wollt, abonniert einfach den Kanal. Hier könnt ihr euch wie im Urlaub 1, 2, 3 Wochen in der Corona-Zeit aufhalten. Ihr findet alles Vergleichbare und eben den A3 jetzt auch schon in der zweiten Version. Aber, naja, jetzt wäre es ja vielleicht auch gelogen, wenn man sagt, dass nur der VW-Konzern, was hier in der kompakten Größe hat. Wir haben hier natürlich das Premium-Produkt mit dem Audi hier, was ich ganz interessant finde. Ihr habt dann halt schön den Vergleich, aber es gibt es ja auch extern. Ne? Es gibt externe Wettbewerber, ehrlicherweise hat jeder Hersteller was in der Klasse. Was haben wir? Wir haben den 1er BMW. Wir haben die Mercedes A-Klasse. Die A-Klasse hat so für mich nach der hohen Elchtest-A-Klasse den 1er BMW nachgemacht. Die sehen relativ ähnlich aus. Wir haben einen Ford Focus. Wir haben, was gibt es noch? Ein Toyota Corolla, ein Mazda 3. Wie gesagt, jeder Hersteller hat was hier drin. Und wenn man jetzt hier über die Optik spricht von unserem Schlumpf, oder nennt ihn doch einfach mal Schlumpfine, dann ist der 4,34 Meter lang, 1,82 Meter breit. Und das sind 3 cm in jede der beiden von mir gesagten Richtungen mehr, die er gewonnen hat. Aber der Radstand ist weiter bei 1,82 und die Höhe ist weiter bei 1,43 und daran merkt man, dass die Plattform von dem Auto, also der modulare Querbaukasten Evolutionsstufe, eben nur eine Evolutionsstufe ist von der Plattform und keine ganz neue Plattform, was aber nicht schlimm ist, weil die Plattform ist in dem ganzen VW-Konzern eine Wunderwaffe. Wir schauen uns jetzt mal an, was eben Audi damit gemacht hat und da haben wir halt den höchsten Anspruch, weil es halt auch die teuerste Marke ist. Ist doch ganz logisch, oder? Turboblau ist hier drauf. Finde ich eine mega geile Farbe. Für die Farbe braucht ihr richtig Eier. Ihr fallt aber auch mit dem Auto echt megamäßig erstmal auf. Und ihr schaut euch jetzt dieses Auto von vorne an und jetzt merkt man, wir haben kein Black-Paket erstmal drauf. Wir haben die S-Line außen und wir haben die Matrix-LED-Lichten. Aber jetzt mal Stück für Stück. Was ist denn neu am neuen Modell? Schaut dem Grill mal hier. Ja, in den Grill. Und der Grill wird langsam auch so groß wie ein Weber-Grill. Und damit meine ich nicht so einen komischen kleinen Kugelgrill, den sich jeder leisten kann. Nee, der 2000 Euro Weber-Gasgrill, wo ihr eure Nürnberger Rostbratwürstchen drauflegen könnt für 1 Euro. Und zzzz, sind die braun oder warm. Ja, der ist riesig, der ist breiter geworden, flacher geworden. Wir haben hier die Ringe auch nicht in schwarz. Wir haben den hier eben serienmäßig mit einer Chrom-Umrandung. Im Black-Paket bekommt er das schwarz und die schwarzen Ringe bekommt er auch. S-Line heißt, wir haben hier unten diesen ganzen Stoßfängerbereich hier, diese Boomerang-Elemente hier und die Lippe hier unten größer. Das sieht mächtiger aus. Ja, und Audi gibt sich inzwischen richtig viel Mühe, das Familiengesicht so familienmäßig wie möglich zu machen. Wir haben es ja nicht mit der Adams Family zu tun, sondern mit Tom Cruise und ihr wisst, wie die Schauspielerin heißt. Und das sieht man zum Beispiel hier dran an diesen 3 Schlitzen. Die haben wir so vom A1 bis zum Audi R8 inzwischen. Und dann, für was ist Audi noch berühmt, neben diesem Turboblau? Ich glaube, in der Farbe habe ich euch auch den Q3 vorgestellt, als er neu war. Das Matrix-Licht. Serienmäßiges LED-Licht drauf, aber hier haben wir für 1600 Euro ein Matrix-Licht, was so einen durchwischenden Blinker hat, was einen Gegenverkehr ausblendet, einen Lichtteppich macht, was ein tolles Licht ist. Und was ich euch dazu erzählen will und muss ist, im Tagfahrlicht haben sich die Ingenieure bei Audi was richtig Gutes einfallen lassen. Denn, naja, von der S-Line bis zum S, bis zum RS-Modell wird der hier, glaube ich, in den 12 Elementen eine andere Tagfahrlicht-Grafik bekommen, was sehr, sehr spannend ist. Und jetzt gehen wir mal ins Profil und bevor ich dann zu sehr zu den Details komme, ist vielleicht erstmal wichtig, Fahrwerkstechnik. S-Line außen heißt, der steht auf einem sportlicheren Fahrwerk, was 15 mm tiefer ist, ein bisschen straffer sein soll. Und normalerweise bekommt man
10 mm, also 1 cm tieferes Fahrwerk, was adaptiv ist. Gibt es allerdings erst ab den 150 PS Motoren. Ab denen haben wir auch ja, so eine Verbundlenker-Hinterachs, also eine Mehrlenker-Hinterachs bei den größeren. Und hier drauf gibt es das adaptive Fahrwerk auch nicht, weil der Motor zu schwach ist. Finde ich schade, hätte man eigentlich auch anders lösen können. Okay, aber wie gesagt, sportliches Fahrwerk. Deswegen schauen wir auch nachher mal, wie er auf der Straße liegt. Wir haben ja auch den Leon gehabt, wo ihr gesagt habt, der ist ein bisschen sportlicher als der Golf. Der Octavia war eher so der Rationale, der Ratzinger Rationale. Und jetzt haben wir 16 bis 19 Zoll Felgen hier serienmäßig. Haben wir eben die kleineren drauf. Serienmäßig wären hier aber, glaube ich, 17 drauf bei der S-Line. Und hier haben wir jetzt 18 Zoll Felgen drauf. Audi hat einen Fehler gemacht, stehen hier 17 Zoll Felgen in der Ausstellungsliste. Sind aber 18 Zoll Felgen, zum Glück passe ich auf. S-Line steht hier außen drauf. Und jetzt haben wir hier das Glanzpaket für etwa 300 Euro. Heißt, wir haben die Fensterumrandung nicht in schwarz, sondern in dem Chrom. Wir haben auch die Dachreling in dem Chrom. Das ist sehr stimmig vom Look, kostet beides extra. Und wir haben hier auch eine Schwellerverbreiterung hier unten in so einem dunklen, naja, was ist das, Chrom-Alu-Ton, was sehr schön ist. Ansonsten jetzt von der Seite sieht er auch sportlich aus, weil die C-Säule ein bisschen steiler steht und wir haben mehr Sicheln und Kanten hier drin, was das Auto sportlicher macht. Wir haben hier einen Spiegel, der zur Hälfte lackiert ist, was wunderschön ist. Ein Dachkantenspoiler, den ihr euch hier oben schön anschauen könnt. Aber jetzt weiß ich ja, dieses Auto gibt es nicht mehr als Dreitürer, sondern nur noch als Fünftürer. Und ein großes Wesensmerkmal von unserem Schlumpf ist doch ganz bestimmt, wie viel Platz haben wir jetzt da hinten. Also springe ich mal rein. Ihr kommt mit und bevor ich über meinen Platz spreche, kann ich euch sagen, mein Kopf hat Platz, meine Schultern, meine Beine, no problemo, ne? Aber dann sehen wir hier gesteppte Sitze. Sportsitze vorne mit integrierter Kopfstütze. Dunkler Himmel. Wir sehen eine Armauflage hier mit Cupholder. Wir sehen, dass wir die Sitze hier auch umklappen können. Sehr flexibel. Wir sehen zwei USB-C-Stecker hier hinten. Und alles hier drin riecht nach Luxus. Und da sage ich euch was. Wie dieser VW-Konzern das hinbekommt, dass er zum Beispiel auch die Türgriffe hier so Lamborghini-ähnlich macht und ein Plastik hier drin verbaut, was trotzdem wertig ist, das finde ich schon beeindruckend. Ne? Also diese Spreizung von Golf bis Audi A3 auf einer Plattform dann so groß zu machen, Chapeau. Da muss ich mich trotz hämischer Einleitung auch mal ein bisschen entschuldigen. Dachkanten-Spoiler, sieht tatsächlich hier aus wie auf einem blauen Lamborghini Urus, wenn es sowas gibt. Hinten haben wir eben keine abgedunkelte Scheiben, was ich schade finde. Die könnte man dunkler machen. Insgesamt fände ich dieses Black-Paket hier drauf wesentlich schöner. Aber man muss auch sagen, sind ja nicht alle so prollig wie ich. Manche wollen lieber ein elegantes Design mit silbernen Elementen, mit hier dieser Typbezeichnung. Dann noch in Silber. Und eine große Sache sind dann noch die Leuchten. Hinten LED-Leuchten. Und ich mache euch das als Schnittbild drüber. Die begrüßen einen zur Verabschiedung vorne und hinten machen die eine tolle Lichtgrafik. Ähnlich wie das, was auch R6, R7 und so haben. Schon ziemlich gut. Aber eine große Sache in diesem ganzen Konzern ist ja auch so ein bisschen Auspuffendrohre. Bei Audi vor allem habt ihr ja immer kritisiert. Sind die echt? Sind sie fake? Nein. Oh, Mäserloch. Und jetzt haben wir hier unten welche. Schaut mal rein. Sind sie echt oder sind sie fake? Sie sind fake. Wir haben hier hinten so angedeutete Luftauslässe. Hier oben nochmal so ein Wabenelement, was sehr stark an den Golf 8 erinnert. Ist eben eine Plattform, aber ansonsten erinnert gar nicht so viel daran. Und jetzt sprechen wir über den Kofferraum. Der ist 380 bis 1200 Liter groß, also kaum kleiner oder größer wie beim Vorgänger. Wir haben hier so ein sehr praktisches Netz oben. Ne? Haben hier so einen doppelten Ladeboden, wo man Reserverad reinbekommt. Oder wenn ihr Fahranfänger seid, ein Reh überfahren habt oder so. Mit ein bisschen Druck bekommt ihr das da auch rein. Ich klappe euch jetzt die Rückbank mal um, damit ihr seht, wie viel Platz da wirklich hinten drin ist. Und jetzt ist das hier ja kein klassischer Kombi. Trotzdem denke ich, da drin ist so viel Platz, dass man richtig viel da reinbekommt. 1600 Kilo ist, glaube ich, auch die Anhängelast hier. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich diese Karte in der Hand habe. Eigentlich wollte ich euch immer erzählen, was die einzelnen Dinge kosten. Aber vielleicht machen wir das einfach im Fazit. Und es fühlt sich gut, was in der Hand zu haben. Dann bin ich nicht so nervös bei den ganzen Videos. Und bevor ich den hier jetzt aufmache, sprechen wir darüber, was da alles an Antrieben drin ist. Und beim neuen Golf habe ich euch schon gesagt, hey Freunde,
wie viele Motoren VW jetzt in Golf baut. Damit zeigt man halt auch im Konzern, dass man was aus dem Dieselskandal gelernt hat, dass man den Leuten durchaus eine Wahl geben will und dass man sich Mühe gibt, moderne, effiziente, ja gar nicht so schmutzige Motoren zu machen, und das hat von mir ein Lob verdient. Ne? Und genau wie im Golf sind hier auch im A3 richtig viele drin. Was haben wir drin? Also wir haben einen 30 TFSI, das ist ein 1 Liter Dreizylinder Benziner mit 110 PS, dann haben wir den 1,5 Liter Benziner mit 150 PS, das ist der 35 TFSI, den gibt es wahlweise dann auch mit einer Mildhybridisierung, also das klassische Audi 48 Volt Bordnetz eben, was bis zu 0,4 Liter mit Riemenstartergenerator und kleinem Lithium-Ionen-Akku auf 100 Kilometer sparen soll. Ich habe gelesen, das soll es auch für den kleineren Benziner geben, gefunden habe ich es da im Konfigurator noch nicht. Interessant ist, der kleinere Benziner ist jetzt auch im Konfigurator. Hier haben wir den 30 TDI, also ein 1,5 Liter Vierzylinder Diesel mit 116 PS. Den gibt es aber auch noch in einer Ausbaustufe mit 150 PS, wie wir ihn euch in Ingolstadt vorgestellt haben. Und so wie er hier ist, ist er eben ja eine Leistungsstufe drunter und auch eine Gehaltsklasse mindestens. Was kann ich euch zu dem Motor erzählen? Das Auto, so wie es hier steht, wiegt 1410 Kilogramm. Der hat jetzt die 6-Gang-Automatik, es gibt wahlweise auch noch einen 7-Gang-DSG und der beschleunigt da über die Front in 10,1 Sekunden auf 100, wird 206 km/h schnell. Ja, und hat einen Normverbrauch, glaube ich, von 4,1 Liter. Wir haben damit 5 Liter gebraucht, aber ist nach WLTP also schon richtig gut. 300 Newtonmeter für einen Diesel spricht bei so einem Auto, ja, dass er halt viel Drehmoment hat von unten raus, wenig verbraucht, weshalb ich Fan bin von den Dingern. Ach, ich mache noch gar nicht zu, denn ich habe euch noch was zu erzählen. Dann geht es eben um die anderen Motoren da drin noch. Und was ist das? Es sollen noch 2 Plug-in-Hybride kommen und den kleineren, den 204 PS, den habe ich schon im Konfigurator gesehen. Man kann ihn euch konfigurieren, aber es sind schon Infos dazu drin. Also ist meine Informationsquelle nicht so schlecht. Und 245 PS Plug-in-Hybrid, wie auch dann im Golf, verbunden sind die dann mit einem 6-Gang-DSG, ein 1,4 Liter Benziner ist damit dann gekoppelt und die sollen 60 Kilometer rein elektrisch weit kommen, also die volle Förderung erfahren können. Was ich interessant finde, auf den 245 Motor müsst ihr dann noch ein bisschen warten. Der heißt bei den anderen dann teilweise Cupra oder RS scheinbar bei den Wettbewerbern. Ja, was gibt's noch? Auf den S3 dann mit 310 PS muss man warten, genauso wie auf den Allradantrieb vielleicht da drin oder bei den anderen Motoren. Mal schauen, auf den Quattro. Und dann die Fanboys da draußen wie ich warten ja ganz bestimmt auf die RS-Version mit 5 Zylinder und wahrscheinlich 400 PS. Ja, und daran seht ihr schon, Alter. Da drin haben wir ja unfassbar viel Auswahl. Ich glaube, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und euch überlegt, so ein Schlumpf hier zu konfigurieren und vielleicht genauso wie ich auch dann irgendwann beim Psychologen landet und einfach merkt, scheiße, ich bin arm, oder ihr habt Entscheidungsschwierigkeiten, weil es halt so viel Ausstattung da drin gibt. Dann haben wir über eine Sache noch nicht gesprochen, über die Ausstattung, die ihr in diesem relativ neuen Innenraum bekommt. Und das meiste von dem, was hier draufsteht, ist da drin, das kann ich euch zeigen. Und dann wird natürlich eine Sache gemacht. Wir werden mit diesem Auto fahren, und zwar dynamisch, ballern. Kommt mit. Auch wenn mein Gesicht jetzt in der Sonne ist, kommen wir zum Innenraum. Für den bin ich in Schatten gefahren, denn ich denke, hier kann man die Konturen ein bisschen besser sehen und die Displays besser von dem ganzen Infotainment, was hier drin ist. Ja, und dann setzt man sich in diesen Innenraum hier rein, das ist mir schon in Ingolstadt aufgefallen, und man merkt, Alter, das wirkt sehr wertig und vor allem wirkt der am stärksten differenziert im Vergleich zum Vorgänger, was alle Attribute angeht. Wir haben hier drin ganz viele Ecken, Kanten, schaut euch die Griffe an, die Türhebel, schaut euch dieses Zierelement hier an und schaut euch vor allem an die Lüftungsdüsen, die ganz unüblich platziert sind hier neben dem digitalen Cockpit. Für viele zu viel, für manche vielleicht richtig gut, weil sie sagen, ey, der sieht hier drin aus wie so ein kleiner geschrumpfter Lambo. Das ist ja richtig geil. Und dann haben wir hier die Sitze mit Lederfeinnapper für 1300 Euro, mit der S-Prägung unter der Kopfstütze, richtig tolle Sitze. Mega Seiten, halt mega bequem. Die könnten so ehrlicherweise auch in einem Lambo drin sein. Und dann haben wir hier die S-Line. Heißt, wir haben hier dieses S-Line-Lenkrad mit perforiertem Leder in der Grifffläche. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den Neuerungen, die hauptsächlich wichtig sind hier drin. Erstmal würde ich euch jetzt bei der Automatik sagen, wir haben diesen Shift-by-Wire-Hebel ohne diese mechanische Verbindung zwischen Getriebe und Hebel. Hier haben wir allerdings den Hebel für die 6-Gang-Handschaltung. Dann haben wir hier so ein kleines
also so ein kleines berührungsempfindliche, so eine Fläche, wo wir lauter leiser machen können, skippen oder ganz den Ton ausmachen, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Wir haben eine induktive Ladebuchse, wo wir das Handy hier ganz praktisch vorne reinmachen können mit USB, USB-C Stecker da vorne. Wir haben hier für die Klima nochmal so ein kleines digitales Element, noch Knöpfe für die Sitzheizung. Ja, da hat sich schon ganz schön was getan und gefühlt sitzen wir hier drin ein Stück tiefer, wenn wir wollen, mit den Sitzen als im Vorgänger. Ja, und dann haben wir natürlich ein Audi, hier drin ist alles dunkel, wirkt, obwohl wir Plastik haben, auch hier drin wertig mit einer Ambientebeleuchtung, mit einer schönen ja, Stickung da vorne drin, man sagt glaube ich Naht, genau. Ja, also fühlt sich schon sehr gut an. Sitzposition ist schnell gefunden. Wir können das Lenkrad in alle Himmelsrichtungen verstellen. Ja, und dann fühlt man sich natürlich wie so ein bisschen auch in einem Golf, wenn man so die Lichttaster hier links anschaut, sind das so ja, sehr ähnlich eben wie die vom Golf. Finde ich gut da vorne. Dann haben wir hier unten so einen Arm neben Lenkrad für die Assistenten. Hier oben eben für die Blinker und hier dann, um die Scheiben zu wischen. Rahmenloser Spiegel kostet auch extra. Und eigentlich habe ich euch hier mal diese Ausstattungsliste vorbereitet, um euch zu sagen, was hier drin alles extra kostet. Und dann habe ich gedacht, irgendwie wäre das auch richtig kleinkariert. Was ich euch sagen kann, kommen wir hier zum serienmäßig digitalen Cockpit. Was Schönes, ne? Wir haben jetzt kein Head-Up-Display drin und das ist 10,25 Zoll groß. Serienmäßig hier ist aber 12,3 Zoll groß. Das Plus kostet extra und füllt halt dann hier alles aus. Das sitzt auch schön in so einem geschützten Bereich durch diese Lüftungsdüsen hier. Gefällt mir sehr gut und ich sage es eigentlich bei jedem Audi, aber was Tolles hier drin. Durch View können wir die Tuben hier klein oder groß machen und so haben wir hier diese Karte riesig drauf. Können hier durchspielen zum Bordcomputer, zur Wiedergabe von meinem Telefon. Ihr seht da, wen ich da alles angerufen habe. Ruft bitte nicht an. Und dann habt ihr hier ja eben ganz viele Einstellmöglichkeiten, was wirklich gut ist. Schaut es euch an. Also gefällt mir ausgesprochen gut. Sprachsteuerung zum Beispiel. Mir ist kalt. Wie bitte? Mir ist warm. Alles, was im Moment im Display angezeigt wird, können Sie per Sprache bedienen. Um einen Schritt. Wo ist ein japanisches Restaurant? Ja, japanische Restaurant findet's. Ich habe bisher das Mir ist kalt, mir ist warm gemacht. Das hat immer geklappt. Das war jetzt der Vorführeffekt. Ja, hier vorne eben das digitale Cockpit habe ich, glaube ich, mit euch gesprochen. Sprachsteuerung ist hier. Hier vorne skippt man das eben so durch auf der View-Taste. Ganz interessant. Und hier haben wir jetzt eben das 10 Zoll große Infotainment. Das kennt ihr. Ich bespreche das bei jedem Ort. Die lang drücken, können wir hier eben die Kacheln verschieben. Ist ein flexibles System. Wie ihr wollt euch das dann konfigurieren. Ist groß, während der Fahrt bedienbar. Wir haben hier Radio, wir haben Medien, die wir verbinden können. Wir haben das Telefon über Apple CarPlay, Android Auto. Soweit ich weiß, bisher aktuell nur über einen Stecker verbindbar und soll Mitte des Jahres 20 dann wireless gehen. Das habe ich jetzt nämlich nicht wireless hingekriegt. Vielleicht wisst ihr es besser. Und dann haben wir Navi und da ist ganz schön Suche. Schaut mal, und wenn man jetzt hier was eingibt, könnt ihr da draufschreiben, Offenburg. Meine Handschrift ist halt so ein bisschen doktormäßig, deswegen wird es das niemals finden. Das ist jetzt eine Stadt in Italien. Aber das funktioniert ganz gut. Riesen Navi-Karte, können wir hier die Weltkugel drehen, reinzoomen, rauszoomen. Richtig geil, ehrlich gesagt. Die Apps hier, alles zum Fahrzeug hier. Und jetzt wird es halt interessant. Drive Select, ich habe euch gesagt, hier gibt es keine adaptive Dämpfung drauf. Auch nicht optional, weil der Motor zu klein ist. Wir haben Auto Dynamic Individual, das seht ihr dann auch hier. Das heißt, Antrieb und Lenkung können wir im Drive Select Mode Schalter, den wir unten auch manuell anwählen können, halt beeinflussen. Dann haben wir einen Effizienzassistenten, der uns mit dem Diesel hier beibringen will, effizient zu fahren. Licht- und Sichtpaket ist auch schön. Nicht nur für außen, sondern auch für die ambiente Beleuchtung. Schaut mal, Solar, Impuls, Maritim, Drive Select. Individuell können wir das machen. Mega gut. Einparkhilfe haben wir hier. Wir haben hier keine Rückfahrkamera. Die würde ich bei dem Auto immer nehmen. Wenn man die einmal hatte, will man eigentlich nichts anderes mehr. Fahrassistenten ist wichtig. Ampelinformationen. In Ingolstadt sind die Ampeln digital verbunden. Tempowarnung, adaptiver Fahrassistent. Haben wir hier Abstandswarnung, Spurverlassenswarnung, Audi Presence, Spurwechselwarnung, Pauseempfehlung. Hier ist alles drin, um teilautonom Level 2 unterwegs zu sein. Das heißt, wir haben eigentlich eine Schildererkennung.
die Kamera basiert ist hier drin und dann können wir bis 210 mit dem Spurhalteassistenten und Abstandsregel, Tempomat auf der Autobahn eben teilautonom unterwegs sein. Sehr, sehr gut. In der Klasse ist das wirklich vorbildlich. Ja, was kann man da noch zeigen? Zum Beispiel am Wetter sieht man hier, dass dieses Auto die Car2X Kommunikation hat, kommuniziert also mit anderen Autos, ist online. Man kann sich hier ja, das Wetter aktuell oder in Zukunft anzeigen lassen, Parkplätze, chinesische oder japanische Restaurants. Das ist schon ein richtig gutes System. Da hat man im Vergleich zum Mercedes zur A-Klasse deutlich aufgeholt. Tolles System hier. Hier einfach wieder ganz schnell zur Karte. Hier unten haben wir noch Knöpfe eben. Hier ist alles schick in der Mittelkonsole. Armauflage haben wir hier. Hier haben wir auch noch so ein kleines Tuch, wo wir hier vorne dann putzen können. Das ist ganz wichtig, weil da kommen immer, wie man auf Badisch sagt, Doben vorne drauf. Hier haben wir Cupholder drin. Wir haben hier noch eine elektrische Feststellbremse. Wir haben hier ein Handschuhfach. In der Tür haben wir Platz. Tolle Sitze, Lüftungsdüsen. Mega Innenraum. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich dem Fahren. Erstmal hier ist er der Schlüssel vom A3. Relativ zurückhaltend, dezent, gefällt mir ganz gut. Ich ziehe mir meine Brille auf, habe ich ja schon gesagt, dass das meine Lieblingssequenz in den Reviews ist. Mach hier den Audi an, Drive Select Schalter, ganz wichtig. Wir sind Gast hier drin, ist ja nicht unserer. Drive Select Schalter. Stellen wir jetzt hier einfach mal auf Dynamic, das passt ganz gut zu mir. Und das, die Klimaautomatik machen wir auf. Jetzt ist das eine relativ langweilige Einleitung für was überhaupt nicht langweilig werden soll. Denn das Auto hat immerhin 300 Newtonmeter, auch wenn da nur 116 PS stehen. Und normalerweise habe ich so ein bisschen meine, wie soll man sagen, Scenic Drive Strecke, die schöne ist, so ein bisschen durch den Weinberg bei Autos, die nicht so sportlich ambitioniert sind. Wo man einfach schön erklären und zeigen kann, gibt es keinen Verkehr. Hier ist es was anderes, es ist ein A3 und ist vielleicht auch ein Auto für jemand, der gern schnell fährt. Und ich habe euch den Golf schon gezeigt, wie er dynamischer ist. Ich habe euch den A3 in Ingolstadt gezeigt. Mit den vielen Ampeln kommt man da nicht so wirklich gut zeigen, wie er quer ist. Und hier habe ich jetzt meine Strecke, die einfach so ein bisschen ja, die Performance-Strecke ist für die großen Autos immer. Und genau über den will ich jetzt den A3 prügeln. Ja, und jetzt geben wir mal Gas im Leerlauf. Klingt ganz okay, ne? Im Stand ist ein Drehzahlbegrenzer drin. Hören wir mal, wie der von außen klingt. Ich finde es ganz gut. Und jetzt fahren wir hier mal auf die Straße und dann zeige ich euch erstmal, wie er durchbeschleunigt mit seinen 1,4 Tonnen. Ja, mit dem Cayenne Turbo waren wir jetzt schon auf 100. Der braucht auch immerhin 10,1 Sekunden auf 100. Und das fühlt sich aber trotzdem nicht so schlecht an hier drin, ehrlicherweise, weil die 300 Newtonmeter ganz gut sind hier drin. Und jetzt wenden wir, das ist hier im Dorf und eine sehr bekannte Strecke für Rennradfahrer. Und ihr seht schon, wir haben keine Rückfahrkamera. Und ich fahre ja viele Autos, habe mich da schon ein bisschen dran gewöhnt, weil ich das öfter mache. Aber was ich euch jetzt zeigen will, ist, was ich toll finde beim Auto. Wir haben ja die Adaptivlenkung Plus drauf, die sich geschwindigkeitsabhängig ändert oder je nach Fahrmodi. Und jetzt schaut mal, wie dieses Auto, was 1,4 Tonnen wiegt, nur hier in der Kurve liegt und wie es dann auch mit dem Drehmoment funktioniert. Jetzt fahren wir mal ein bisschen schneller hier in eine Kurve rein. Und ich finde es halt auch geil, weil ich habe so selten leider nur noch Handschaltung. Ich schalte ja auch richtig gern. Und dann merkt man schon, wenn man den so leicht hochtourig fährt, dann kann man mit diesem Auto richtig viel Spaß haben. Und das, obwohl man hier kein Quattro drin haben, obwohl wir jetzt kein adaptives Fahrwerk drin haben, einfach nur das 15 mm tiefer liegende Sportfahrwerk. Ja, was mir richtig Spaß macht hier. Jetzt fahren wir ihn sehr, sehr hochtourig und dann können wir halt auch ja, ganz gut beschleunigen. Der wird zwar nur 206 km/h schnell. Schaut euch mal den Wendekreis hier an. Finde ich ganz okay. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass von hinten nichts kommt.
Ja, und dann macht der richtig viel Spaß, kann ich euch ehrlich sagen. Lenkrad liegt gut in der Hand. Wir haben schnell eine Sitzposition hier drin gefunden. Wir haben 6 Gänge. Und eigentlich habe ich euch das auch hauptsächlich gezeigt, weil ich euch zeigen wollte, bei diesem Auto hier braucht man gar nicht unbedingt jetzt hier dieses 7-Gang DSG. Und jetzt stellen wir es mal auf Komfort. Und was jetzt passiert, ist ein kleines Wunderwerk. Wenn man bei Individual mal schaut, können wir zwar nur Antrieb und Lenkung hier verändern, aber bei Komfort macht sich das trotzdem bemerkbar. Zwar wird das Fahrwerk jetzt irgendwie und die Dämpfung und Federung nicht weicher, ja, aber die Gasannahme ist ein bisschen zurückhaltender, die Lenkung wird so ein bisschen komfortabler und dann haben wir ein Auto, was ein idealer Daily Driver ist. Und wenn ich gesagt habe, das ist... Also man braucht eigentlich nicht mehr Auto für den Alltag, dann meine ich eben auch den Komfort, den wir hier drin haben. Der schaltet sich bequem, die Lenkung ist gut, die Federung ist okay und so kann man auf der Autobahn fahren, durch die Stadt, auf der Landstraße und alles ist gut. Ne? Finde ich relativ beeindruckend, diese Spreizung, aber ihr sagt, ja, ja, okay, bla 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 bla. Machen Sie doch mal eine Einordnung im Vergleich zu den internen Konkurrenten. Du bist doch alles gefahren. Jetzt bin ich den Golf gefahren. Der Golf wirkt, was die Fahrdynamik angeht und was Komfort und die Spreizung angeht, nahezu perfekt. Der Octavia ist eher der sachliche, nüchterne Vertreter, dessen Fahrdynamik wahrscheinlich querdynamisch am schlechtesten ist in der Plattform hier. Ja, und der Leon ist für mich aktuell mit Abstand der sportlichste, der manchen sogar ein bisschen zu hart gefedert ist. Und der hier, der ist eigentlich der sportliche Leon mit einem ganz hohen Gefühl von Luxus und ja, eben Premium hier drin. Und wie das der VW-Konzern schafft, diese Spreizung hinzubekommen, finde ich beeindruckend. Das sehen wir natürlich auch hier drin, wenn wir uns die Assistenten anschauen. Denn das sind alle, um teilautonom Level 2 unterwegs zu sein. Ich schalte hier nochmal auf Fahrzeug und ja, dann Fahrassistenten. Hier sind sie dann, das sehen wir sie. Ich nutze die ehrlicherweise gar nicht so oft, aber auf der Autobahn machen wir Spurhalteassistent rein, Abstandsregel, Tempomat mit der Schildererkennung, können wir halt wirklich teilautonom Level 2 unterwegs sein, bis 210 km/h, glaube ich. Wir haben auch so einen City-Notbremsassistent, der mir, muss ich ehrlicherweise gestehen, echt schon ein paar Mal den Arsch gerettet hat. Aber was wir jetzt natürlich machen, ist auf Dynamik schalten und ich zeige euch nochmal, dass dieses Auto hier in der Kurve wirklich sehr, sehr gut abgestimmt ist. Und da merkt man halt hier, ich glaube, mir kam gerade ein Porsche entgegen, wenn ich mit diesem Auto hier auf dieser kurvigen Strecke unterwegs bin, weil es eben nicht 2 Tonnen wiegt oder so, könnte man hier echt den einen oder anderen versägen, wenn man ja einfach ein bisschen fahren kann. Was ich gut finde, was ich eigentlich nur sagen will, ist, dieser A3 macht richtig viel Spaß, ist gut abgestimmt, ist besser als der Vorgänger. Er liegt wirklich gut hier in seiner Spur. Wenn man jetzt hier mal so schnellere Spurwechsel macht, dann mag er die auch. Dämpfung ist nicht zu hart, nicht zu weich hier. Für viele genau richtig, denke ich. Ja, ist einfach ein tolles Auto und ich weiß ja, ihr wollt inzwischen alle eure SUVs oder so, aber der hat halt eine wesentlich bessere Fahrdynamik und deswegen wollte ich einfach nur nochmal sagen, es muss doch nicht immer ein SUV sein, ja, denn dieses Auto ist halt auch richtig gut. Was wir machen, ist jetzt zurückfahren in unseren Weinberg und ich werde euch ein Fazit zaubern. Bis gleich. Ja, nachdem ich jetzt hier sitze und da hinten auf dem Schloss die ganze Zeit Cordula grün läuft und ich euch diese Einleitung gezeichnet habe, wo es so stark ums Geld geht und ein bisschen auch gejammert habe, wie arm ich bin und dass mich meine Freundin nachts in den Arm nimmt. Habe ich nackt oder nachts gesagt? Egal. Will ich euch eigentlich nur erzählen, dass ich mich schlecht fühle. Ich fühle mich ja wie so ein richtiger Allmann, wie mein Vater, der 10 Jahre nach der Einführung vom Euro noch in D-Mark umgerechnet hat. Da habe ich immer schon gesagt, rechne doch in Lire um oder in Franc, dann wird alles noch teurer. Ja, oder wie so ein Allmann, der auf dem Weg zum Aldi irgendwie seinen Plastikchip vergessen hat, den er in den Supermarktwagen reinstecken kann und dann umdreht auf halbem Weg nochmal. Ich fühle mich also richtig schlecht. Also werde ich diesen Teufelskreis jetzt in eine Engelsspirale für euch umwandeln und euch erstmal erzählen in meinem Fazit, was ich an dem Auto da unten so toll finde. Und zwar habe ich den jetzt 2 Wochen gefahren und ich kann euch was sagen, ich habe jeden Tag gedacht, tolles Auto und ich habe jeden Tag gedacht, mehr Auto bräuchte ich nicht. Erstmal warum? Optisch außen finde ich den richtig, richtig gelungen. Er ist zurückhaltend, trotzdem modern, angepasst, fühlt sich mit dem wirklich immer gut gekleidet. Man kommt nicht brollig daher, man kommt aber auch nicht underdressed irgendwo hin. Im Innenraum ist der sehr modern, da ist mit dem
MIB in der modernen Ausbaustufe eben alles drin, was man braucht. Man hat auch genug Sportlichkeit da drin in dem Auto. Man hat wahnsinnig viele Motoren. Wenn ihr die volle Förderung wollt, dann habt ihr dann auch zwei Plug-in-Hybride da drin. Ihr habt eine Mild-Hybridisierung, Benziner, Diesel. Und wenn ihr es noch sportlicher wollt, wartet auf die S- oder die RS-Version, die ich euch dann hoffentlich vorstellen kann. Das ist ein tolles Auto. Genug Platz im Kofferraum, vernünftig Platz auf der Rückbank. Man kann damit auf die Autobahn, in die Stadt, findet Parkplätze. Was soll ich noch machen? Kritik gibt es kaum zu finden. Ne? Und dafür habe ich hier mein schlaues Blatt dabei, was ich die ganze Zeit mit rumgetragen habe, aber bisher nicht genutzt. Und bei der Kritik, da machen wir Automobiljournalisten es uns immer einfach. Übrigens, die Zeitung hat bei mir angerufen, was lustig ist, und wollte ein Interview zum Thema Sport, was ich schon mal lustig fand. Und die haben dann gefragt, so, Jan, was bist denn du eigentlich vom Beruf? Ich habe gesagt, Automobiljournalist. Und dann haben die gesagt, ja, du bist doch YouTuber. Nein, tatsächlich habe ich und schreibe ich auch ganz viel, aber die haben es mir nicht geglaubt. Ich hoffe, ihr glaubt es mir, aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht um den Kritikpunkt bei dem Auto, deshalb die sehr plakative Einleitung, gebe ich zu. Das ist der Preis. Ne? Und wir waren in Ingolstadt. Das Auto in Ingolstadt, was ich euch in die Infografik mache, hat tatsächlich über 50.000 Euro gekostet. Und ich dachte, das kann nicht sein für ein Audi A3. Hab da angerufen und gesagt, Mensch, ich bin seither beim Psychologen auf der Couch. Könnt ihr mir nicht was bringen für mein Geldbeutel? Und haben sie gesagt, ja klar, und jetzt kommt hier dieses Auto. Erstmal, wo geht das Auto los? Es geht los mit dem Dreizylinder-Benziner, dann mit dem 30 TFSI mit 110 PS bei 26.800 Euro. Das sind 1.000 Euro mehr, als der Vorgänger im Einstieg gekostet hat. Und will man dann ja den 35 TFSI Benziner mit 150 PS und 4 Zylinder, sind wir glaube ich schon bei 28.9. Und jetzt die Frage, so wie er hier steht, dann als 30 TDI mit nur 116 PS, zwar 4 Zylinder, Handschalter und in der S-Line, beginnt dieses Auto bei 32.350 Euro, was ein Wort ist. Aber jetzt haltet euch fest, so wie er unten steht, bei 46.714,99 Euro. Und da nimmt's Audi halt von den Lebenden. Das machen alle Premium-Hersteller, denn die Ausstattung da drin ist riesig. Jetzt haltet euch mal fest. Ich lese nur alles vor. Über 1.000 Euro. Business-Paket 2.800. Interior S-Line 1.700. Leder Feinnapper 1.300. Matrix 1.600 Euro. Und so kommen wir auf den Preis. Ist aber immer noch weniger als dieses Auto in Ingolstadt, was ein Diesel hatte. Mit einfach mehr PS, mit einem 6-Gang-DSG und ich glaube Edition One war das damals. Aber trotzdem irgendwie noch fast unbezahlbar. So ist es manchmal im Leben. Aber ja, ich muss dazu lernen und mir schreiben auch viele Autoverkäufer und sagen immer, Jan, du jammerst immer so viel über die Preise, aber weißt du eigentlich, wie das Leben funktioniert? Die Leute kaufen die Autos nicht mehr, ne? Die leasen die oder nehmen sie irgendwie über die Firma, wie auch immer es funktioniert. Und dann saß ich zu Hause, war vom Psychologen zurück und habe mir überlegt, na Mensch, jetzt suche ich mir mal eine Leasingfirma und da habe ich eine gefunden, die ein ganz spannendes Konzept hat, nämlich eine Leasing-Vergleichsplattform, goleasy.de. Die gehen hin und vergleichen die Plattformen wie Leasingmarkt, wie Null-Leasing, wie Vehiculum und da habt ihr dann bei eurem Traumwagen, wenn es denn der ist, immer das garantiert beste Angebot. Könnt ihr euch also einen schlanken Lenz machen. Wenn ihr es euch noch schlanker machen wollt, geht da auf goleasy/autotester. Da ist dann dieses Auto und dann liest das einfach zum unter den Plattformen besten Preis. Gelandet hier seid ihr übrigens ja bei www.demautotester.de, eurem Albtraum-Autotester des Vertrauens, der heute mal nicht beim Psychologen ist, sondern mit euch seine Psychosen verdaut. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Kommentiert gern zu mir, zum Auto, zum Wetter, zum Weinberg, zu Allmanns. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Wir sind Schweinemodern, ganzes Team. Schaut auf unserem Online-Magazin vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald, Freunde. Was meinst du?